Servus, Leute, und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Ich bin's wieder, euer Carsten Nicolai. Und ja, Leute, heute hier mit den Ecker Sportgummi. Ja, ihr kennt die wahrscheinlich, aber ich weiß nicht, habt ihr die mal probiert so? Ich weiß nicht, sind die, dass man die schon mal probiert hat oder nicht? Also, ich kenne die schon mein ganzes Leben, habe die in meiner Kindheit oft gegessen. Ich bin ehrlich gesagt gar nicht so der große Fan davon so. Und witzigerweise bekomme ich von denen immer krass Kopfweh, weiß nicht, woran es liegt. Aber gebt mir mal Bescheid, ob ihr die kennt oder die schon mal gegessen habt. Die gibt es auf alle Fälle in drei unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Glaube ich halt, dass es drei sind. Nee, es sind sogar mehr. Guck mal. Es gibt hier dunkelrot, orange, gelb und grün. Wir werden probieren herausfinden, was das für Geschmäcker sind. Ja, orange. Ist wahrscheinlich orange. Ey Leute, ich leg die hier kurz zurück, ne? Sonst wird das Video zu lang, wenn ich die alle zerkaue, ne? Hier, grün. Oh, ist mir umgefallen. Keine Ahnung, gell? Gelb. So. Ein Bananen-Zitronen-Mix vielleicht? Welches nehmen wir zuerst? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich habe dafür grün entschieden. Waldmeister. Waldfrucht. Ja, Leute, irgendwie schmecken die alle gleich. Sind wirklich extrem süß. Meins ist es nicht. Ich frage mich ehrlich, wie ich die damals essen konnte. Die werde ich jetzt in den Müll hauen. Tut mir leid. Aber von denen muss ich sonst wahrscheinlich reiern. Steht da irgendwo? Nee, da stehen keine Geschmacksrichtungen. Und vorne auf der Packung sind nur drei abgebildet. Ja, keine Ahnung, gell? Also, da, Ecken und Kanten. Nee, dass der Geschmack ist. Zuerst dachte ich, hier steht Erdbeer und Kaktus oder so. Aber nee, Leute, das waren die Sportgummi von Egger, das Original. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die so fühlt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss, ciao, euer Gras Nicolet.